Hallo, Troy. Hallo, Troy. So ist es besser. Wo willst du hin? Du willst zu deiner Freundin Betty? Können wir auch mit? Hier sind wir auch schon. Was ist denn los? Du hörst jemanden weinen? Ach du liebe Güte, wir schauen besser mal, was da los ist. Hallo Betty. Alles in Ordnung? Du hast einen schrecklichen Tag? Du hast deinen Lieblingshut verloren? Aha. Oh nein. Und jetzt benimmt sich Lord Byron seltsam? Er hat sich aus dem Haus geschlichen und du weißt nicht, wo er ist? Weine nicht, Betty. Troy hat eine Idee. Er fährt zurück zum Lagerhaus und schaut mal, ob Teddy helfen kann. Hey, Teddy. Troy ist hier und braucht Hilfe. Betty ist sehr aufgeregt. Lord Byron benimmt sich seltsam und sie weiß nicht warum. Kannst du da helfen? In was wirst du Troy verwandeln, Teddy? Ein Spionzug, damit er Lord Byron folgen und herausfinden kann, was los ist? Das ist eine großartige Idee. Was ist das? Ein Unsichtbarkeitsmantel, damit Troy herausfinden kann, wohin Byron unterwegs ist? Großartig! Eine Röntgenbrille? Wow! Wonach suchst du denn noch, Teddy? Radar? Ich hoffe, das funktioniert. Schau, da ist Byron. Du denkst, wir sollten ihm folgen, Troy? Dann solltest du dich erstmal unsichtbar machen. Es ist ganz schön dunkel hier drin, nicht wahr? Wie sollen wir Lord Byron nur finden? Du willst Teddys Radar benutzen? Gute Idee. Was tut er?
Ein Kasten? Sollen wir Teddys Röntgenbrille benutzen, um reinzuschauen? Schau mal, wen Troy gefunden hat. Betty würde gerne wissen, wo du den ganzen Tag über warst. Sie hat überall nach dir gesucht. Na los, du kannst es öffnen. Ein brandneuer Hut. Du hast ihn heute Morgen gekauft und auf der Lichtung versteckt, damit Betty es nicht herausfindet? Na also, was für ein glückliches Ende. Gut gemacht, Troy. Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal. Gut gemacht, Teddy. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Hast du Spaß? Na, da schau her, Troy. Wo geht's denn da lang? Hast du eine Ahnung? Also, schauen wir uns das doch einfach mal an. Wie kommen wir denn jetzt darüber, Troy? Du willst die Brücke fertig bauen und Schienen drauf tun? Großartige Idee, Troy. Aber wie willst du das tun? Hallo, Teddy. Wie geht es dir heute? Teddy, Troy will eine Brücke über den Fluss bauen. Hast du ein paar Ideen, die ihm dabei helfen könnten? Fantastisch! Wow, Teddy! Diese Verwandlung ist fantastisch! Du hast Troy in einen Bauzug verwandelt. Ist er jetzt fertig? Großartig! Dann wollen wir mal, Troy! Auf geht's, Troy! Du schaffst das! Als erstes müssen wir die Bauteile der Brücke abladen. Oh.
Großartig, Troy. Jetzt müssen die Schwellen gelegt werden. Schau, Troy, die Brücke ist fast fertig. Jetzt müssen nur noch die Schienen drauf und festgeschraubt werden. Also, du hast recht, Troy. Wir sollten als erstes die Brücke verstärken, sonst ist es zu gefährlich, sie zu überqueren. Großartig, jetzt können wir die Schienen anbringen. Was kommt als nächstes? Oh oh. Die Schienen auf die Schwellen schrauben. Natürlich. Oh. Fantastisch, Troy. Du hast eine Brücke gebaut. Und schau, dort ist die Stadt, die du besuchen wolltest. Oh, 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 oh. Zugstadt. Tschüss, Troy. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Teddy. Danke für deine Hilfe. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Wow, diese Riesenbahn macht bestimmt Spaß. Hui! Wer kommt als nächstes? Hallo, Tina. Ich hab dich gar nicht gesehen. Auf geht's. Oh nein! Hast du dir wehgetan? Sollen wir zurück zum Lagerhaus und schauen, ob Teddy helfen kann? Keine Sorge, wir sind bald zurück. Hallo Teddy, Troy braucht deine Hilfe. Kannst du schnell kommen? Der Zug ist von der großen Bahn gefallen. Troy möchte sie reparieren. Kannst du ihm helfen? Ein Kran? Gute Idee. Das sieht schwer aus. Oh.
Und ein Schraubenschlüssel? Gute Idee. Gut gemacht, Teddy. Was für eine unglaubliche Verwandlung. Ist Troy jetzt bereit, Tina zu helfen? Großartig. Auf geht's. Schau mal, Tina. Hier kommt Troy. Als erstes müssen wir dich aufrichten. Gut gemacht, Troy. Was kommt als nächstes? Wir müssen Tinas Rad reparieren. Keine Sorge, Troy hat die Werkzeuge dabei, die er braucht, um dich zu reparieren. Ist es so besser, Tina? Können wir noch etwas für dich tun? Keine Angst, was ist es? Du hast dir wehgetan, als du runtergefallen bist und dein Lack ist zerkratzt? Troy, hat Teddy dir etwas mitgegeben, was da helfen könnte? Ein bisschen Farbe? Perfekt! Wow, Tina, du siehst aus wie neu. Vielen Dank, Troy. Sollen wir zurück und wieder auf der Bahn spielen? Aber diesmal etwas vorsichtiger. Tschüss, Tina. Tschüss, Troy. Viel Spaß. Tschüss, Teddy. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Ein toller Tag, um Zugstadt zu besuchen. Oh nein, Troy. Tina ist kurz davor, runterzufallen. Toni fährt viel zu schnell. Vielleicht kann Teddy dir ja helfen, Toni einzuholen. Hallo Teddy, Troy muss wirklich schnell fahren können, damit er Toni einholen und Tina helfen kann. Sie ist kurz davor, runterzufallen. Mhm.
Das ist fantastisch. Troy, Teddy hat dich in einen Schnellzug verwandelt. Großartige Idee, Teddy. Ein bisschen extra Treibstoff könnte nötig werden. Dann mal an die Arbeit, Troy. Bis später, Teddy. Da ist er ja. Beeilung, Troy, Beeilung. Zünde deine Triebwerke. Wow, die Triebwerke haben aber eine Menge Schub. Du bist fast dran. Oh nein, du wirst langsamer. Du hast keinen Treibstoff mehr. Und was jetzt? Großartige Idee, Troy. Mit dem extra Treibstoff von Teddy bist du ganz schnell wieder fit. Okay, auf geht's. Toni, fahr langsamer. Toni! Ach du liebe Güte, er kann uns nicht hören. Keine Sorge, Troy ist hier, um dich zu retten, Tina. Wow! Keine Sorge, Tina. Troy wird dich nicht fallen lassen. Wir sind so froh, dass du in Sicherheit bist, Tina. Tschüss, Troy. Gut gemacht. Bis später. Tschüss, Tina. Tschüss, Teddy. Danke für die Hilfe.